Moin Leute, willkommen zu einem Video auf Anime Banger. Und heute gibt es für euch eine One Piece Theorie zu King der Großbrand, der Kommandant von Kaido, den wir im letzten Kapitel 925 vorgestellt haben bekommen. Wir wissen derzeit nicht, wer der erste Kommandant davon ist, aber laut dem Kartensystem wird er wahrscheinlich der erste Kommandant von Kaido sein. In diesem Video gehen wir darauf ein, welche Teufelsfrucht er haben könnte, aber in anderen Videos werde ich noch dann besprechen, zum Beispiel in anderen Theorien, wo seine Herkunft herkommen könnte und welche Verbindung er mit Sky Island hat, beziehungsweise mit den Burkas, dazu aber in einem anderen Video, weil sonst würde das Video viel zu lang gehen. Erstmal gehen wir ganz kurz auf sein Design ein, bevor wir auf die Teufelsfrüchte eingehen, beziehungsweise auf die Früchte, die ich denke, die ihm zu ihm passen könnten. Und zwar haben wir ganz klar erstmal die schwarzen Flügel hinter ihm, die ziemlich groß sind. Dann haben wir auch noch ein ziemlich heftiges Schwert, was sehr, sehr stark sein soll wahrscheinlich. Und er hat am Hinterkopf so eine Flamme am Kopf. Das heißt, er kontrolliert auf jeden Fall das Feuer, beziehungsweise wird auch irgendwas mit dem Feuer zu tun haben. Da auch sein Name, King, der Großbrand, was mit dem Feuer zu tun haben wird. So, jetzt ist natürlich die Frage, hat er eine Frucht, ja oder nein? Erstmal ja, weil ich denke, jeder der Katastrophe wird eine Frucht haben, macht irgendwie am meisten Sinn. Ich meine, Kaido hat nur Zoan-Nutzer und es werden auf jeden Fall sich auf Zoan-Nutzer auch spezialisiert, denke ich. Wird es auch so sein? Ich glaube nicht, dass jetzt auf einmal der erste Kommandant keine Teufelsfrucht hat. Das kann ich mir einfach derzeit überhaupt nicht vorstellen. Und diese Flügel und dieses Feuer könnte man sonst nicht erklären. Deswegen, er wird ganz sicherlich eine Frucht haben. So, ich habe etwas recherchiert und drei Teufelsfrüchte rausgegeben, beziehungsweise drei Kreaturen ausgesucht, die zu ihm passen könnten, an die sich Oda inspirieren lassen könnte. Davor muss ich aber sagen, dass es auch einfach eine Dämonenfrucht haben könnte oder irgendeine andere Art von Teufel oder irgendeine Art Vogelfrucht, die wir noch nicht wissen, derzeit vielleicht ein Greif oder sonst noch was auch in der One Piece Community über rumkonsiert, dass es quasi so eine Art Greif sein könnte. Aber dazu will ich jetzt nicht so viel sagen, weil da habe ich drei Kreaturen rausgesucht, die etwas mysteriöser und cooler sind. Und ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Kreatur an. Die erste Kreatur ist Baphomet. Erstmal die Frage, wer ist Baphomet? Dazu werde ich euch ganz kurz was vorlesen. Baphomet kam Anfang des 14. Jahrhunderts mit den Tempelrittern an die Macht. Er war eine Gottheit, die extrem umstritten war, zumal es möglich ist, dass er seine Wurzeln in der islamischen und ägyptischen Religion hat. Die Zeitlinie von Baphomets Entstehung ist immer noch unklar, obwohl immer noch eine allgemeine Vorstellung von der Inspiration in der Gottheit enthalten werden kann. Wie komme ich dazu? Also erstmal, oft wird diese Gottheit auch als Teufel oder als Dämon betitelt, da er eher einem Dämon ähnelt als einem Gott. Also er hat auch solche schwarze Flügel, die auch zu King passen könnten. Dann diese Hörner, die eventuell auch gut passen könnten zu King, weil er hat auch mehrere Spitzen am Kopf. Vielleicht könnte es deswegen daran liegen, das wissen wir natürlich nicht genau. Könnte ich mir vielleicht vorstellen. Und auch ungefähr so drei Zacken könnten vielleicht die Hörner dafür bedeuten. Weil dieser Baphomet hat auch genau drei Hörner, was auch sehr interessant ist. Und klar, das mit dem Ziegenkopf ist etwas schwer zu sagen. Muss nicht unbedingt sein, aber oder könnte sich daran inspirieren lassen. Muss ja nicht unbedingt ein Ziegenkopf, könnte so ein Mischwesen sein oder eine Inspiration an Baphomet. Und könnte ziemlich gut passen, da es auch in der Verbindung mit dem Dämon oder einem Teufel Verbindung gebracht wird. Und ich denke, dass Oda da mit dem Baphomet so Fähigkeiten erwähnen könnte, wie mit Feuer umzugehen, dass er quasi so ein Höllenfeuer beschwören kann oder sowas. Wir wissen ja auch nicht derzeit, was für eine Farbe dieses Feuer hat. Eine schwarze Flamme wäre echt heftig. Wäre eventuell möglich, finde ich eigentlich ganz cool. Und in meiner anderen Theorie werde ich noch darauf eingehen, warum diese Baphomet, diese Inspiration auch irgendwas mit Scarpia oder Birka zu tun haben könnte. Weil, dass er eine Gottheit ist, könnte es eventuell sein, dass er damals vielleicht von Birka der Gott war, wie damals Gott Enel vor längerer Zeit eventuell. Ich denke auch, dass ein King, wo vom Alter circa wie Shanks ist oder wie, eher wie Katakuri, also 40, 50, so 48, könnte ich mir vorstellen, dass er damals ein Gott war und jetzt quasi zu Kaido gewechselt ist, weil Kaido auch eine Drachenfrucht hat und Kaido könnte easy oder war schon öfters anscheinend bei Sky Island, vielleicht hat er da damals seinen ersten Kommandant rekrutiert, wer weiß das schon, könnte gut möglich sein. Zu Baphomet will ich eigentlich nicht so viel sagen, weil es gibt halt nicht so viel bekannte Fähigkeiten dazu, er wird halt oft mit Satan in Verbindung gebracht, das heißt, ja, das könnte zu King wirklich gut passen. Welche Fähigkeiten der da alles haben könnte, kann ich euch nicht sagen, aber könnte eventuell eine Fruchtmöglichkeit sein, die ich gut finde. Also, jetzt kommen wir zum nächsten Kreatur und zwar Tengu. Erstmal, was ist ein Tengu? Werde ich euch ganz kurz erklären. Tengu, ein himmlischer Hund, ist eine Art legendäre Kreatur, die in der japanischen Volksreligion zu finden ist und wird auch als eine Art Shinto-Gott bezeichnet, Kami oder Yokai. Obwohl sie nach einem hundeartigen chinesischen Dämon, Tiangu, benannt wurden, nahmen die Tengu ursprünglich die Form von
Greifvögel an und werden traditionell sowohl mit menschlichen als auch mit Vogelcharakteristiken dargestellt. Und wie ich darauf komme, dass es zu ihm passen könnte, gibt es noch einen kleinen Hinweis, und zwar stand hier, der Buddhismus war lange Zeit der Meinung, dass die Tengu disruptive Dämonen und Kriegsboten waren. Das heißt, hier werden wieder diese Tengus mit den Dämonen in Verbindung gebracht, was zu erstens zu ihm sehr gut passen könnte. Dann steht ja hier, die nehmen die Form von Greifvögeln an. Die haben auch so eine Art Flügel, das heißt, dieser Tengu ist so eine Mischung aus einer mystischen Kreatur und einem Greif quasi. Das könnte zu einem King sehr, sehr gut passen. Wie er das Feuer machen kann, wissen wir natürlich nicht. Wir wissen auch nicht generell, was es mit dem Feuer auf sich hat. Da ist einfach nur eine Schwerttechnik, weil er hat auch ein Schwert. Das heißt, er wird ein Schwertkämpfer sein mit einer krassen Teufelsfrucht. Ich habe hier auch noch was ganz Interessantes gefunden, was man die Verbindung zu King und Tengu machen könnte, zu der Frucht eventuell. Und zwar steht hier, das werde ich mal ganz kurz vorlesen, eine Geschichte aus der Provinz Inaba, erzählt von Inoue Enryo. Erzählt von einem Mädchen mit schlechter Handfertigkeit, das plötzlich von einem Tengu besessen wird. Der Geist möchte sie die sinkende Kunst der Schwertkunst in der Welt neu entfachen. Bald erscheint ein junger Samurai, dem der Tengu im Traum erschienen ist, und das besessene Mädchen weist ihn als Schwertkämpfer aus. Einige Gerüchte rund um den Ninja zeigen an, dass sie auch von den Tengu unterrichtet wurden. Das heißt, die Tengu sind auch sehr, sehr krasse Schwertkämpfer laut dieser Geschichte hier, was ziemlich gut passen könnte. Darin könnte sich vielleicht Oda inspirieren, dass er wirklich diese Tengu als Frucht nimmt und in Verbindung setzt mit dem krassen Schwertkampf. Weil dieser Tengu hat auch immer ein Schwert dabei. Das heißt, diese Tengu-Frucht finde ich, ehrlich gesagt, am wahrscheinlichsten, was auch zu Oda sehr, sehr gut passen könnte, da es auch in der japanischen Mythologie oder Volksreligion zu finden ist, passt es verdammt gut rein und ist für mich der Kandidat oder die Frucht, die am wahrscheinlichsten ist. Das ist so meine Meinung dazu. Jetzt kommen wir mal zur letzten Frucht, und zwar die Todesengelfrucht. Das hört sich erstmal komisch an. Ihr wisst alle was das bedeutet. Ist etwas schwer zu sehen, ist wahrscheinlich die unwahrscheinlichste Theorie dazu, welche Frucht er haben könnte, aber da hätten wir diese schwarzen Flügel. Ein schwarzer Engel wäre mal was Interessantes, oder halt dieser Todesengel wäre mal was Interessantes, aber dazu kann man halt echt nichts sagen, da man zu seinen Fähigkeiten echt nichts sagen kann. Ich weiß es nicht, ob das Todesengel oder Shinigami so wirklich passt, die Frucht. Könnte halt ein Mischwesen sein, also ich meine eine Kreatur als Todesengel, das ist halt ein bisschen schwer zu sagen. Wollte ich mal erwähnen, weil es vom Design passen könnte, aber halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich. Ich werde euch mal die Quelle zu dem Todesengel mal in die Videobeschreibung packen, die könnt ihr mal durchlesen, aber an sich gibt es hier wirklich nicht viel zu sagen. Ich wollte es mal erwähnen, aber das sind so meine Ideen dazu, welche Frucht er haben könnte. Also Baphomet ist so Platz 2, würde ich sagen, Tengu ist so das Wahrscheinlichste, finde ich, Todesengel ist eher unwahrscheinlich, aber es könnte auch ein ganz anderes Frucht haben, dass er quasi so eine Art Mischwesen oder mystische Soan hat von irgendeinem Teufel oder Dämonen oder irgendeinen anderen Wesen, das kann ich jetzt euch natürlich nicht sagen. Es gibt viele Wesen mit diesen Flügeln. Das Ding ist, die Flügel können halt auf viele Theorien basieren, aber dieser Tengu macht ziemlich viel Sinn, da er auch im Schwertkampf sehr krass ist und das passt halt wirklich zu King wirklich ziemlich gut. Und dann mit dem Feuer müsste man halt dann schauen, ob ein Tengu sowas machen kann, das kann man natürlich nicht sagen. Und ganz wichtig, Leute, ist, dass Oda sich nicht nur auf eine Mythologie inspirieren lassen hat. Das heißt quasi, dass er vielleicht mehrere Teile davon genommen hat und als neue Frucht gemacht hat, dass er sich von anderen Mythologien auch inspiriert hat, aber dass Tengu so dieser Hauptgerüst ist von der Frucht von ihm, das könnte ich mir halt ziemlich gut vorstellen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was denkt ihr? Welche Teufelsfrucht könnte ein King haben? Und was denkt ihr, wie stark wird er sein und gegen wen wird er kämpfen? Also ich denke, dass ein King höchstwahrscheinlich gegen Zoro kämpfen wird, denke ich mir zumindest so. Es werden noch mindestens 2 Videos zu King kommen, da habe ich noch 2 coole Theorien am Start. Ansonsten gebt dem Video doch einen Like und aktiviert die Glocke, um weitere One Piece Theorien nicht zu verpassen. Und in dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wie auch immer. Ciao, euer Anime-Banger.